Die Frage danach, ob es eine Spannung gibt zwischen zwischen etwa europäischen Werten und den islamischen Werten, also islamische jetzt Anführungsstrichen, wird immer wieder gestellt und da wird die Diskussion oft anachronistisch geführt. Das heißt, Meinungen aus der muslimischen Tradition, die Jahrhunderte alt sind, werden dann mit Meinungen konfrontiert, die es gerade mal auch in Europa seit knapp 100 Jahren populär sind, vielleicht sogar noch jünger sind. Sodass man den Anschein erweckt, als ob die muslimische Tradition beispielsweise überhaupt sich nicht zur beispielsweise Gleichberechtigung positionieren kann, weil gesagt wird, der Islam, und da wird essentialistisch argumentiert mit dem Islam, es überhaupt nicht zulassen würde, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Da sind sich die muslimischen Theologen, also es gibt viele muslimische Theologen, die sagen, nein, man kann auch die Gleichberechtigung für die muslimische Tradition fruchtbar machen. Und wenn man in den Koran schaut, und das macht man meistens fest an der Erbverteilung, dass die Frauen zum Beispiel nur, dass die Töchter in einer gewissen Konstellation nur die Hälfte davon erben wie die Söhne, wird dann als Argument angeführt, dass Frauen nicht gleichberechtigt behandelt werden können vor dem Gerecht, vor dem Recht. Das ist aber ein historisches Faktum gewesen damals, weil auf der arabischen Halbinsel haben die Frauen damals gar nichts geerbt und es gibt einen Verbesserungsvorschlag des Korans, dass die Frauen zumindest in gewissen Konstellationen doch was erben können, anstatt dass sie gar nichts erben. Und das nehmen viele muslimische Theologen eigentlich als Grundlage dafür, dass man darüber reflektiert und sagt, ja, Gleichberechtigung, so wie das in Europa diskutiert wird, wäre für die muslimische Tradition genauso haltbar.